So, meine Geister und Geisterinnen, herzlich willkommen im nächsten Part von Let's Play Together Dead Space 3 mit Bulias. Moinsen! Yay, mir fällt gerade hinter dir so ein schönes Fenster auf. Kann dich zerstören, ey, das finde ich voll schön. Guck mal, ob du das auch zerstören kannst hier drüben oder ob das nur mein Luftding ist. Ne, du kannst das auch, okay. Meine Waffe ist nichts Besonderes. Geil, danke. Ja, wir gucken mal, was hier vorne passiert. Da ist ein Auslöser zum Drücken. Hier geht es runter. Das ist das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du die wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Okay, Frachtteile. Nein, wir müssen jetzt hier keinen Kran oder sowas bedienen. Aber hier unten ist noch was. Willst du noch? Da unten ist noch was? Hier müssen noch ein paar Sachen sein. Das ist wieder irgendein nices Teil. Kompaktes, gerichtetes Ejektionsfeld. Ey, ich habe so Bock, hier Waffen zu basteln. Das geht gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet, aber es klingt charmsmachend. Hier ist noch ein Textlog. Wo? Mal reinlesen. Terra Nova, persönliches Log, Lieutenant Kettle. Die Kolonien sind im Krieg und wir schicken wegen ein paar komischer Felsen eine komplette Flotte ins Nirgendwo. Wonach suchen wir eigentlich? Nach einer Geheimwaffe? Tag für Tag schicken sie uns seltsames Zeug vom Planeten hoch. Artefakte, biologische Proben, tote Soldaten. Ich bin's leid, dass einem keiner was sagt. Es wird Zeit für ein Gespräch mit Deeds. Ja, das scheint hier dann so mit die erste Flotte gewesen zu sein, die das quasi analysieren sollte, ne? Genau, was sie nachgucken soll, was da eigentlich passiert ist. Genau, beim Ursprungsursprung. So, ich drück mal hier drüben, aktivieren. Aktiviere. Aber du kannst auch steuern, ne? Was? Wo denn? Nee, ich baller die mal hier ab. Oh, okay. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich tun soll. Kein Ding, lass dir Zeit. Ich hoffe einfach nur, dein Strom endet irgendwann. Hinter dir, hinter dir! Ah! Ey, die gehen alle auf dich, was ist mit denen? Ich kann es auch gerade nicht verlassen. Hallo, ich möchte raus. Kai, komm nicht raus! Komm nicht raus! Ey, wie viele hier sind, Mann! Perle! Ah, ich kann kein Medifact nutzen, ich komm nicht raus, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Nein! Oh, shit, Leute! Medifact. Nein, ich bin tot! Nee, lass mich auch sterben! Alter! Ey, ich hab die abgeballert! Ich hab den auf den Kopf getreten! Ich hab alles gemacht! Ich bin auch down, oder? Ja, Alter! Ey! Da kam aus beiden Seiten welche und ich hab ja immer nur Einzelschuss! Weil ich kam auch nicht raus! Wo zum Fick sind wir? Es öffnet sich gerade wieder. Es geht hier wieder aus. Halt, warte. Ich hab wieder keine Mumpeln. Das hat nicht gespeichert. Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt wieder an die Bank gehen, dass wir dann einfach nochmal rauscutten. Ja. Also, ja gut, du hast keine Mumpel, ne? Die musst du schon machen eigentlich. Ja, für diese Aktion brauche ich definitiv nochmal Mumpeln, ey. Ja, dann gönn dir ein paar an der Bank. Ready. Okay, ich drücke. Ja. I prepare my anus. Okay, Nummer 1. Ich soll irgendwas drücken? Du musst die Dinger mit links und rechts irgendwie passend zusammenfügen und mit Leertaste dann zusammenschieben. Und wenn das passt... Dann, Okay, ja. Nee. Ja, ich muss hier Tetris spielen oder sowas. Ja, irgend sowas. Muss ich doch einfach nur hier weiter drehen, ey. Das passt auch nicht. Craft! Ja, ich. Jetzt! Es passt! Was muss ich jetzt machen? Nichts. Leertaste zusammenschieben. Ah, okay. Jetzt kommt noch mehr. Ach du Scheiße, Alter. Das passt auch. Haben wir? So lang zum Nachladen, holy shit. Fick dich mal! Nee, aber das müsste. Ich glaube, ich hab's geschafft. Woo! Nein, ich hab nicht den Ausschick. Hä? Ja, ich hab's auch nicht gerafft. Ich hab gedacht, du blickst durch. Ja, schade. So müsste es passen. Ja. Ja, ich muss mehrere Abschnitte zusammenbasteln. Ja, beim zweiten sind wir gestorben. Okay, ich bin gleich durch hiermit. Das finde ich gut. Holy shit. Boah, das ist echt ein endloser Strom hier. Ich habe keine Ahnung, wieso ich das so lange durchhalte. Ich habe, glaube ich, einfach nur die richtige Waffe gebastelt. So. Oh, da liegt einer drinne. Was? Wenn du mal Zeit hast, kannst du ja mal rüber gucken. Irgendwann, wenn ich jemals wieder Zeit habe.
Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Echt? Nice. Ich bin daneben dir, hier. Ich hab keine Mund. Nein! Wie mach ich das hin? Ja, ich hab ihn gefickt. Okay. Okay. Oh, ah, dachte ich. Boah. Alter. Boah. Bitte nie wieder. Da kommt doch hier was. Linke Seite. Was so? Bam. Boah. Ich hab grad 3 Milliarden Munition verballert. Noch einer. Oh, da ist bestimmt bei mir auch einer, oder? Nee. Doch, jetzt kommt er. What the fuck, man? Hört das irgendwann auf? Oh, oh. Come on, Isaac. Come on, do it. Hast du ihn? Jo. Oh, schön. Okay. Boah. Alter. Die hatten nicht so Bock, dass wir das hier freiräumen, auf jeden Fall. Wie fies ist das denn, dass wir das so gesplittet machen müssen, ey? Das ist ja voll böse. Ich habe wieder nicht mit Stase gearbeitet. Ey, ich habe ihr, ohne Witz, ich hab, ey, vor dem Kampf die Stase-Station angeguckt, habe nochmal geguckt, wo es liegt zum Slowen, wie ich es benutzen kann und habe es nicht einmal benutzt, ey. Nice, guck mal, ich bin Stase-Wikinger bin ich. Wo bist du denn? Ja. Geil. Wow. Okay. Geil. Heftig. Ich glaube nur, dass ich mir auch nochmal ein bisschen... Ah ne, hier liegt hier noch Muni. Okay, dann. Also Mumpeln sind eigentlich jetzt... Ich habe jetzt 148 mit der einen und 87 mit der anderen. Okay, siehst du das insgesamt irgendwo? Ja, wenn du 1 oder 2 drückst, dann kommt diese Oberfläche. Ah, okay, 40, 80, 79, ja gut, das reicht notfalls. Notfalls kann ich ja wechseln. Okay, Audionachricht hatten wir. Dann mache ich jetzt nur Folgendes, ich speichere einfach mal kurz. Ach nee, wir können nur speichern und beenden. Ja. Lustig, lustig. Ja, bei dir kann man dann sehen, wo da einer drin lag, einfach in so einem Behälter, ja, oder was? Ja, genau, in so einem ja, Kryo-Behälter. Ach so. Und dann bewegt sie sich. Nice. Gut, das hätten wir geschafft. Das war unsere erste auch Todesetappe. Einfach nur, weil wir beide in sämtlichen Ebenen verkackt haben. Nice. Oh, oh fuck, Mann! Dass es wirklich passiert ist. Weil wo... Habe ich den in ein anderes Universum gerade geschossen mit meinem Speer, oder? Ja, komm rein, ist sehr gemütlich hier und sicher. Ey, nein, Mann. Fass es nicht, dass das wirklich passiert ist. Da. Nein, wow. Nein, das passiert jetzt auch nicht. Ach, was? Was sollen wir tun, Stase? Nee. Was? Alter. Ich weiß auch nicht, was passiert, Digga. Boah, das ist wie so... Oh, nee, ey, das ist... Fahrstuhl des Todes. What? Oh, wir sind unten aufgekommen, oder? Ja. Oh oh. Ey. Ich hab keine Lust mehr. Links ist nichts, da ist ein Audiolog. Cargo Ops, das ist ein Audiolog. Hören wir. Oh, ich denke immer, da ist ein Vieh hinter dir. Ja, Mann, nicht auf. Schauen wir mal rein hier. Tucker Edwards, könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Hey, Tag, bist du da? Boah, leck mich, Sam. Manchmal war es eure Ehre, hierher zu fliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist, Tucker. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Säcken, Sam. Nice. Lass dir von Sikowski bei deiner Monsterfarm helfen. Der kleine Arschkrieger wird alles tun, um den Commander zu beeindrucken. Diese Mission ist ein Gruppending, Tucker. Und irgendwann wirst auch du mal was fürs Team machen müssen. Irgendwann, Sam. Aber nicht heute. Nicht, not today. Okay. Ja, jetzt ist die Tür auch offen. Die war eben, glaube ich, noch zu, oder? Ich weiß es nicht. Ich blick gar nicht mehr durch. Panik. Ah! Okay. Fortschritt wird gespeichert. Ich glaube, das ist eine klare Ansage auch für uns nach diesem Schocker-Part, der auch ein bisschen kürzer dann ist. Aber ich glaube, wenn wir jetzt weitergehen und dann wieder automatisch speichern, wir müssen uns ein bisschen nach den Automatismen hier richten, sonst stehen wir wieder irgendwo anders. Glaube ich. Ja, ohne Waffen. Insofern, eben. Insofern macht es, glaube ich, Sinn, dann jetzt diesen Part vielleicht etwas kürzer zu lassen, aber dafür im nächsten Part mit Waffen. Das ist, glaube ich, hier jetzt ganz nützlich. Ja, war tatsächlich unser erster Tod in dem Part. Ne? Mhm, heftig. Das erste Mal beide verreckt. Das ist. Ich habe früher damit gerechnet. Insofern war es irgendwie auch ein Erfolg. Ja, vorne. Nichtsdestotrotz freuen wir uns.
irgendwie auf die nächsten Parts ohne Tod, hoffentlich, und sagen erstmal Tschüss, bis zu den nächsten und so. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.